Hallo, ich bin Jens. Heute werde ich euch von der verfluchten Stadt namens Lakim erzählen und wie ich diese Stadt gefunden habe. Setzt euch also hin, macht es euch gemütlich und bereitet euch auf eine erschreckende Geschichte vor, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Es war ein düsterer und regnerischer Tag, als ich mich auf den Weg machte, um meine Forschungsarbeit über verlassene Städte zu vervollständigen. Mein Ziel war es, die geheimnisvollste und gruseligste Stadt zu finden, die es je gegeben hatte. Ich hatte Geschichten über eine Stadt namens Lakim gehört, die angeblich verflucht war und von Schrecken erfüllt sein sollte. Das machte mich neugierig, und so begann meine Reise. Ich durchquerte dichte Wälder und verlassene Landstraßen, um nach Lakim zu gelangen. Die Menschen in den umliegenden Dörfern hatten Angst vor der Stadt und erzählten schaurige Geschichten über unerklärliche Ereignisse und verschwundene Seelen. Die Legenden besagten, dass die Stadt vor langer Zeit von einer finsteren Macht befallen wurde und dass die Einwohner in einem grausamen Schicksal gefangen waren. Nach stundenlangem Wandern durch unwegsames Gelände erreichte ich schließlich die Grenzen von Lakim. Die Stadt erstreckte sich vor mir, und ich konnte sofort spüren, dass hier etwas nicht stimmte. Die Gebäude waren verfallen und von dichten Nebelschwaden umhüllt. Es gab keine Anzeichen von Leben, nur das Knarren des Windes und das Tropfen des Regens auf das verlassene Pflaster. Mutig schritt ich weiter in die Stadt hinein, meine Kamera fest in der Hand. Ich war entschlossen, die Wahrheit über Lakim herauszufinden und die Geheimnisse zu lüften, die diese Stadt umgaben. Je tiefer ich jedoch in die Straßen eindrang, desto unheimlicher wurde es. Die Schatten der Vergangenheit schienen lebendig zu werden, und ich spürte eine beklemmende Präsenz um mich herum. Plötzlich hörte ich ein Wispern in meinem Ohr. "Komm hier, Jens", flüsterte eine geisterhafte Stimme. Ich fuhr herum, konnte aber niemanden sehen. Mein Herz begann schneller zu schlagen, während die Stimme immer lauter und bedrohlicher wurde. "Hier in Lakim gibt es kein Entkommen. Du wirst den Preis für deine Neugier bezahlen." Panik ergriff von mir Besitz, und ich rannte durch die verlassenen Straßen. Die Schatten schienen mich zu verfolgen, und ich spürte, wie sich die Kälte um mich herum verstärkte. Ich stolperte über verrottende Trümmer und fühlte, wie etwas Unheimliches mich packte und an den Boden drückte. Mein Atem wurde mir genommen, und ich konnte nur noch einen letzten verzweifelten Schrei ausstoßen, bevor alles um mich herum in Dunkelheit versank. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem düsteren Raum. Mein Körper schmerzte, und ich spürte, dass ich gefesselt war. Die Erinnerungen an den Moment, als ich ohnmächtig wurde, waren verschwommen, aber ich wusste, dass ich in den Fängen des Fluchs von Lakim gefangen war. Der Raum war von Kerzen erleuchtet, die flackerndes Licht auf die verfallenen Wände warfen. Ich versuchte verzweifelt, mich aus den Fesseln zu befreien, aber sie waren zu fest. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich eine dunkle, geisterhafte Gestalt in der Ecke des Raumes erblickte. Es war ein Wesen mit leeren Augenhöhlen und einem unmenschlichen Grinsen. "Willkommen in Lakim, Jens", flüsterte die Gestalt mit einer Stimme, die von Ewigkeit und Verderben zu sprechen schien. "Du hast dich in meine verfluchte Stadt gewagt, und nun wirst du Teil von ihr sein." Ich starrte die Gestalt fassungslos an. Ich hatte die Geistergeschichten für bloße Legenden gehalten, aber jetzt erkannte ich, dass sie real waren.
Der Fluch von Lakim war lebendig und hatte mich in seinen Klauen. Die folgenden Tage und Nächte waren eine Tortur. Ich wurde gezwungen, durch die düsteren Straßen von Lakim zu wandern, während mich unsichtbare Kräfte quälten. Die Schatten der Vergangenheit tanzten um mich herum, und ich hörte verzweifelte Schreie und bittende Stimmen, die mich in den Wahnsinn trieben. Mit jedem Tag schwand meine Hoffnung, aus diesem Albtraum zu entkommen. Der Fluch von Lakim hatte mich fest im Griff, und ich begann zu verstehen, dass ich nie wieder die Welt außerhalb dieser Stadt sehen würde. Lakim war mein Gefängnis geworden, ein Ort des endlosen Leidens und der Verzweiflung. In meinen Momenten der Klarheit versuchte ich, die Geschichte von Lakim zu enträtseln. Ich entdeckte, dass die Stadt vor Jahrhunderten von einer dämonischen Macht heimgesucht wurde. Die Bewohner hatten dunkle Rituale praktiziert, um Macht und Reichtum zu erlangen, aber sie hatten den Preis dafür nicht erkannt. Der Fluch hatte die Stadt in Dunkelheit gehüllt und ihre Seelen in ewige Qualen gestürzt. Die verfluchte Stadt Lakim hatte mich gefangen genommen, um meine Seele zu verschlingen und mich zu einem weiteren Opfer ihres Grauens zu machen. Doch ich weigerte mich, aufzugeben. In meinem Inneren loderte ein Funken des Widerstands, der mich dazu trieb, nach einem Ausweg zu suchen. Ich begann, verzweifelt nach alten Aufzeichnungen und versteckten Hinweisen zu suchen, die mir helfen könnten, den Fluch zu brechen. Ich entdeckte eine uralte Schriftrolle, die von einem Ritual sprach, das die Macht hatte, die dämonische Präsenz zu bannen und die verfluchten Seelen von Lakim zu befreien. Tag und Nacht arbeitete ich an der Vorbereitung des Rituals. Ich sammelte die benötigten Zutaten, studierte die Schriftrolle und versuchte, jedes Detail akribisch genau zu befolgen. Der Fluch von Lakim hatte mich gezeichnet und geschwächt, aber meine Entschlossenheit wuchs mit jeder Minute, die verging. Die Nacht des entscheidenden Rituals kam. Ich begab mich an einen geheimen Ort inmitten der Stadt, einen Ort von finsterer Macht und unheilvoller Energie. Ich entzündete die Kerzen, arrangierte die rituellen Symbole und begann mit den Beschwörungsformeln, die auf der Schriftrolle beschrieben waren. Während ich die Worte der alten Beschwörung aussprach, spürte ich, wie sich die Atmosphäre um mich herum veränderte. Die Luft wurde schwer und elektrisch geladen, und die Schatten tanzten wild um mich herum. Ich fühlte die Anwesenheit der dämonischen Macht, die über Lakim herrschte, und wusste, dass dies mein letzter Kampf war. Plötzlich brach ein Sturm los, der den Ort des Rituals in ein Chaos aus Wind und Regen verwandelte. Blitz und Donner durchzuckten den Himmel, als die Mächte des Lichts und der Dunkelheit miteinander rangen. Die Macht des Fluchs versuchte, mich zu überwältigen und mich daran zu hindern, den Bann zu vollenden. Aber ich kämpfte gegen die finsteren Kräfte an, meine Stimme übertönte den Sturm, und mein Wille war unerschütterlich. Ich sprach die letzten Worte der Beschwörung aus, und plötzlich durchzuckte ein grelles Licht die Dunkelheit. Der Boden bebte, und die schaurigen Schatten wurden zurückgedrängt. Als der Sturm langsam abklang, fand ich mich erschöpft und verletzt auf dem Boden wieder. Aber ich wusste, dass ich gewonnen hatte. Die dämonische Präsenz von Lakim war gebannt, und der Fluch hatte seine Macht über die Stadt verloren. Ich stand langsam auf und sah mich um. Die verfluchte Stadt hatte sich verwandelt. Der Nebel hatte sich gelichtet, und die verfallenen Gebäude begannen allmählich zu erstrahlen. Ich konnte spüren,
wie die Seelen der einstigen Bewohner endlich Frieden gefunden hatten und die Dunkelheit wich dem Licht. Es war vorbei. Lakim war nicht länger eine verfluchte Stadt, sondern ein Ort des Wunders und der Wiedergeburt. Ich hatte den Preis für meine Neugier bezahlt, aber ich hatte auch die Macht des Fluchs gebrochen und die Seelen von Lakim befreit. Meine Mission war erfüllt, und ich wusste, dass ich nie wieder zurückkehren würde. Ich verließ Lakim, aber die Erinnerungen an diese schaurige Stadt und meinen Kampf gegen den Fluch würden mich für immer begleiten. Und so endet meine Geschichte von der verfluchten Stadt Lakim. Denk daran, dass das Streben nach Wissen und die Neugierde uns manchmal an Orte führen können, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht jede Entdeckung birgt das, was wir uns erhoffen. Manchmal lauern dunkle Mächte in den Schatten, bereit, uns zu verschlingen. Die Geschichte von Lakim wird in den Annalen der verfluchten Städte verbleiben, als eine Warnung vor den Gefahren des Unbekannten. Doch ich, Jens, werde diese Warnung in meinem Herzen tragen. Ich habe den Preis bezahlt, um die Wahrheit über Lakim zu erfahren, und obwohl ich erfolgreich war, bin ich gezeichnet für immer. Nun gebe ich euch einen Rat, wenn ihr jemals von Lakim hört, von dieser verfluchten Stadt, dann meidet sie. Lasst euch nicht von der Neugierde verleiten, denn die Konsequenzen könnten verheerend sein. Manchmal ist es besser, nicht zu wissen, was in den Schatten lauert, und stattdessen das Licht der Sicherheit und des Friedens zu suchen. Und so endet meine Geschichte von Lakim, der verfluchten Stadt. Möge sie euch daran erinnern, dass nicht alles, was verborgen ist, entdeckt werden sollte, und dass manche Geheimnisse besser ungelüftet bleiben. Hütet euch vor dem Fluch der Neugierde und möge euch das Schicksal vor den Schrecken von Lakim bewahren. Die Tage vergingen seit meiner Flucht aus der verfluchten Stadt Lakim, doch die Erinnerungen an das Grauen verblassten nie. Die Narben auf meiner Seele waren tief, und ich fand keinen Frieden in meinem Alltag. Immer wieder kehrten die Albträume zurück und holten mich in die dunklen Abgründe meiner Erinnerungen. Ich konnte nicht akzeptieren, dass Lakim mich in dieser Weise gezeichnet hatte. Ich war entschlossen, Antworten zu finden und den Fluch, der auf mir lastete, endgültig zu brechen. Mein Verlangen nach Gerechtigkeit und Erlösung trieb mich voran. Ich begann, intensive Recherchen anzustellen und Kontakte zu knüpfen, die mir bei meinem Vorhaben helfen konnten. In alten Schriften und Aufzeichnungen fand ich Hinweise auf einen uralten Talisman, der angeblich die Macht hatte, Flüche zu brechen und die Seele zu reinigen. Meine Suche führte mich zu einem abgelegenen Tempel in den tiefsten Wäldern. Der Legende nach bewahrten die Mönche dort seit Generationen den Talisman auf und waren die Hüter des Wissens über Verfluchungen und Befreiung. Ich machte mich auf dem beschwerlichen Weg zu diesem geheimnisvollen Ort der Hoffnung. Nach tagelangem Wandern erreichte ich endlich den Tempel. Ein Gefühl der Ehrfurcht überkam mich, als ich die massive Eingangstür betrat und von friedvoller Stille umgeben wurde. Die Mönche empfingen mich mit Ruhe und Gelassenheit und erkannten sofort das Leid, das mich gezeichnet hatte. Sie führten mich in einen heiligen Raum, in dessen Mitte der Talisman ruhte. Ein leuchtender Edelstein, umgeben von kunstvoll geschnitztem Holz, strahlte eine unbeschreibliche Energie aus. Die Mönche erklärten mir die Bedeutung und den Zweck des Talismans und führten mich in ein altes Ritual der Reinigung ein.
Ich legte den Talisman um meinen Hals und spürte sofort eine Woge der Erleichterung. Das Gewicht des Fluchs wurde leichter, und die dunklen Erinnerungen verblassten allmählich. Die Mönche lehrten mich, wie ich meine Gedanken beruhigen und meine Seele heilen konnte, um endlich Frieden zu finden. In den Wochen und Monaten, die folgten, begann ich einen Prozess der inneren Transformation. Ich lernte, die Schrecken von Lakim loszulassen und mich auf das Licht und die Liebe zu konzentrieren, die immer noch in dieser Welt existierten. Ich erkannte, dass der wahre Sieg nicht darin lag, den Fluch zu besiegen, sondern darin, meine innere Stärke zu finden und mich von der Dunkelheit zu befreien. Heute stehe ich hier, gestärkt und geheilt von den traumatischen Erfahrungen in Lakim. Der Talisman, den ich trage, erinnert mich daran, dass ich die Macht habe, meine eigene Geschichte zu erzählen und mein Schicksal zu formen. Ich habe gelernt, dass es in unserer Welt viele Geheimnisse und unerforschte Orte gibt, aber ich habe auch gelernt, dass Vorsicht und Respekt vor dem Unbekannten von entscheidender Bedeutung sind. Meine Erfahrungen in Lakim haben mich gelehrt, dass manche Geheimnisse besser unentdeckt bleiben sollten. Die verfluchte Stadt wird immer ein düsterer Ort sein, von dem ich mich fernhalte. Doch ich werde niemals vergessen, was ich dort durchgemacht habe und wie ich mich davon erholt habe. Ich habe beschlossen, meine Geschichte zu teilen, um andere vor den Gefahren des Unbekannten zu warnen und sie daran zu erinnern, dass Neugierde und Entdeckungslust nicht immer von Vorteil sind. Manchmal müssen wir lernen, Grenzen zu respektieren und uns selbst zu schützen, um nicht den gleichen Schrecken zu erleben, den ich in Lakim durchgemacht habe. Heute stehe ich hier als Überlebender und als Zeuge der finsteren Seite der menschlichen Natur. Ich habe erkannt, dass das wahre Licht im Inneren liegt und dass die Dunkelheit nur dann Macht über uns hat, wenn wir es zulassen. Ich werde meinen Weg fortsetzen, um anderen zu helfen, die aus den Schatten hervortreten wollen und ihr eigenes Licht zu entfachen. Die verfluchte Stadt Lakim mag für immer ein Ort des Grauens bleiben, aber ich habe gelernt, dass wir alle die Macht haben, unsere eigenen Schicksale zu formen und uns von den Ketten der Vergangenheit zu befreien. Mögen meine Erfahrungen eine Warnung sein, aber auch eine Quelle der Inspiration für diejenigen, die nach Wahrheit und Erkenntnis suchen. Und so endet meine Geschichte über die verfluchte Stadt Lakim und wie ich sie gefunden habe. Möge sie euch daran erinnern, dass das Licht immer in der Dunkelheit zu finden ist und dass wir alle die Fähigkeit haben, unsere eigene Geschichte zu schreiben, selbst wenn wir von den Schatten gezeichnet sind.